Es braucht nur einen Moment, bis man versteht, warum Jacob Collier Wunderkind genannt wird. In Windeseile spielt er einen ZDF-Jingle ein. Beweist, er ist eine Groove-Maschine. Ich bin das Kind, das in einem Raum sitzt und Musik zum Spaß macht, geblieben, hoffe ich. Ich denke, hey, was kann ich heute anstellen? Was kann ich entdecken? Seit Kindestagen hat Jacob nur Musik im Kopf. Die Eltern professionelle Musiker. 2011 erobert er ein freies Zimmer im Elternhaus, packt unzählige Instrumente rein, komponiert oder interpretiert Werke anderer Künstler. Die Videos werden YouTube-Hits. Ich sehe in meinem Sohn jemanden, der so verzweifelt nach Perfektion in seiner Musik sucht, dass er dafür nächtelang wach bleibt bis zur Erschöpfung, so alle anderen mit wach hält. Jacob Collier, Jacob! Und die ganz Großen der Jazz- und Soul-Gemeinde begeistert. Quincy Jones, Produzent von Michael Jackson, wird sein Mentor. Sowas habt ihr noch nie gesehen oder gehört, erklärt Jones, als Collier 2015 das Jazz-Festival in Montreux eröffnet, der Ritterschlag. Ich habe für Herbie Hancock und Chick Corea eröffnet, Legenden, vor 4000 Leuten. Ich stand mit meinen Songs noch nie auf der Bühne. Das war wirklich verrückt und experimentell. In meinem Musikzimmer geht die Energie nach innen, auf der Bühne strahlt sie nach außen, aber es ist dieselbe, das habe ich da verstanden. Seine Energie bringt ihm 2 Grammys für sein Debütalbum, Auftritte weltweit. Ich habe fast mein komplettes Album im Schlafanzug produziert, also warum für die Bühne umziehen? Mit 22 scheint für Jacob Collier alles möglich, bis auf eins, jemals sein Musikzimmer im gemütlichen Zuhause verlassen.